jeden Tag danach gefragt, also besteht ja offensichtlich Bedarf an Videos zu dem Thema. Was soll ich machen? Wenn die Leute aufhören, hier täglich nach FEC zu fragen, dann höre ich auch auf, Videos hochzuladen. Darüber. Aber solange hier weiterhin täglich drüber geredet wird. Täglich ist sogar untertrieben. Ist es gefühlt stündlich. Also. Ist nicht meine Schuld, Bro. Kann man den Skin ab- und anlegen oder bleibt der fix auf der ausgewählten Waffe? Du kannst deinen Skin, wenn du einmal eine Waffe geskinnt hast, kannst du den Skin der Waffe beliebig ändern. Also du kannst ja mehrere Skins haben in deiner Garderobe. Und zwischen den Skins in deiner Garderobe kannst du hin und her wechseln, wie du lustig bist. Aber die eigentliche Waffe... kannst du nicht mehr anzeigen lassen, ohne eine Scroll of Appearance Recovery zu nutzen. Und dieses Scroll kostet 200 F-Coin im Cash-Shop. Aber zwischen den verschiedenen Skins kannst du hin und her wechseln, wie du lustig bist, sofern du sie in deiner Garderobe hinzugefügt hast. Also du könntest theoretisch jede Waffe im Spiel, also zum Beispiel jeden Stuff im Spiel, in deiner Garderobe packen. Und dann könntest du jeden Tag oder jede Stunde einen anderen Skin repräsentieren. Aber wenn du jemals wieder zu deiner eigentlichen Waffe zurückwechseln wollen würdest, beziehungsweise die Waffe wieder handeln wollen würdest, weil sie an deinen Account gebunden ist, nachdem du sie geskinnt hast, dann bräuchtest du eben dieses Scroll. Für 200 F-Coin Olinskis. Du kaufst sie jetzt, den Skin oder die... Achso, die Waffe... Achso, Heartbreaker. Und wieder mal Werbung für den Cash-Op gemacht. Let's go. Danke, Gala. Wo ist mein Anteil? Wo ist mein Anteil, Gala? Bruh. I'm trying my best to make Flife mainstream again. It's only a matter of time. Dog Tracks. Soll ich einen machen? Wir spielen Fußball. Und wir spielen Flife. Wir schauen die EM an. Und granten Flife. Ich nenne ihn den EM Flife Song. Wie viel Zeit da so drin steckt? Keine Ahnung. Will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Um ehrlich zu sein. Einiges. 200 Stunden. 2-3 Stunden, pipapo. 2-3, vielleicht auch 4. Scam des Todes, dem du zweimal zum Opfer gefallen bist, die stapelbaren Amplies. Ja, ich finde es halt eigentlich lustig, dass sie am Anfang das quasi so released haben, wie sich die Spieler gewünscht haben quasi, also OG Flife. Wobei ich glaube, OG Flife wäre eigentlich, oder so wie sich die meisten Leute gewünscht hätten, wäre es eigentlich komplett ohne Amplies gewesen. Auch mit nicht mal einer Amplie. Aber ist ja egal, ich sag mal, eine Amplie, I guess, ist noch verkraftbar. Also dann kamen ja schon relativ früh, glaube ich, die stapelbaren Amplies für irgendwie 20 und 40 und 60. Und dann nach und nach 80, 120 und jetzt mittlerweile gibt es ja, glaube ich, für jeden Levelbereich mindestens 2 stapelbare bis 160, glaube ich sogar. Und irgendwie fand ich, oder irgendwie finde ich, verhältnismäßig gab es da eigentlich keinen wirklichen Aufschrei oder eigentlich gar keinen richtigen Aufschrei in der Community gegen die Amplies. Oder vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen. Maybe. Weil es ja am Anfang so verteufelt wurde, also jetzt noch gibt es Leute, die sagen, oh, Flife PC ist so scheiße, weil da kann man ja so viele Empties stapeln und so. Aber ich meine, klar, in Universe sind wir noch ein bisschen davon entfernt, von den Verhältnissen wie in Flife PC. Aber vom Prinzip her haben sie jetzt ja trotzdem schon einiges gemacht, wenn man bedenkt, Flife Universe ist noch keine 2 Jahre alt und du kannst jetzt schon in gewissen Levelbereichen 3 normale Empties stapeln. Das sind auch schon 150% reine Bonus-XP. Also, keine Ahnung, irgendwie finde ich, haben die da, die Leute, die das am Anfang so heftig kritisiert haben oder die Leute, die Flife so übelst tothaten,
finde ich. Oder die spielen wahrscheinlich schon lange gar nicht mehr, wahrscheinlich. Probably deswegen. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Dass das nicht irgendwie übelst weggehatet wurde, so wie FlyFBC immer weggehatet wurde, wenn es ums Thema Amplis geht. Klar ist es noch nicht so wie bei FlyFBC mit den 1000% Amplis. Aber der Anfang ist gemacht. Bald kann man die Amplis vielleicht viermal stapeln. Was kommt danach? Fünfmal. Was kommt danach? Amplis, die mehr als 50% geben. Und dann sind wir schon fast da. Also, viel fehlt da nicht mehr, theoretisch. Aber naja, mal schauen.